Grüße euch! Manchmal kann es passieren, dass das Phänomen von Wulst- und Tropfenbildung auftritt. In diesem Fall haben wir es stark übertrieben, um die Tropfenbildung gut veranschaulichen zu können. Ist eine glatte Oberfläche gefragt, muss der Pulverlack in seinem Schmelzverhalten sehr gut verlaufen. Das kann im Einzelfall zu Tropfen- oder Wulstbildung führen. Dieses Bauteil haben wir heiß beschichtet. Das Bauteil wurde zuerst auf 120 Grad aufgeheizt und dann sofort mit Pulver besprüht. Das Pulver schmilzt umgehend, sobald es das Bauteil trifft. Bei dieser Art der Beschichtung ist es generell sehr schwierig, die Schichtdicke abzuschätzen. Der weitaus häufigste Grund sind zu hohe Schichtstärken. Die Angaben im Datenblatt kommen nicht von ungefähr. Haltet euch an diese und ihr vermeidet Tropfen- und Wulstbildung. Noch ein Grund für das Abtropfen vom Pulverlack kann sein, wenn euer Ofen das Bauteil zu schnell aufheizt. Eine Ofenumlufttemperatur über 200 Grad bei zu starken Luftbewegungen oder auch wenn ihr zu dünne Materialstärken habt, kann es dazu führen, dass euer Bauteil zu schnell aufgeheizt wird und sich Tropfen bilden. Hierbei reicht es oft schon, wenn ihr die Ofentemperatur einfach um 20 bis 30 Grad absenkt. Bedenkt aber, dass das Bauteil dann etwas länger im Ofen bleiben muss. Keep on coating!